Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, Mulan sehe ich schon im Hintergrund, aber wir müssen nicht Mulan suchen, sondern wir müssen heute mal gucken, wo Mushu denn ist. Denn mit ihm müssen wir die Quests weitermachen und er versteckt sich irgendwie scheinbar gerade. Irgendwo, wo wir ihn nicht finden. Ja, wo ist er denn? Leute, so geht das nicht. Nee, hier war das so. Mushu, wo bist du, mein Junge? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann ihn mal wieder nicht finden. Fängt schon gut an, die Folge. Ah, jetzt ist er auf einmal hier oben. Okay. Also anscheinend habe ich ihn jetzt irgendwie von der anderen Insel rübergeholt oder so. Ich hab's nicht ganz verstanden. Also ich verstehe diese Übersicht sowieso nicht, wenn man dann da draufklicken kann. Er ist wohl drinnen. Wird mir zumindest angezeigt, aber da ist keiner. Können wir hier irgendwie... Wir können interagieren. Das haben wir schon mal festgestellt, glaube ich. So, Mulan ist da, Mushu ist immer noch nicht da. Wo ist der denn jetzt hin? Ist der jetzt abgehauen? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Alter, was ist denn hier mit Mushu los? Will der die Quest nicht mit mir machen? Mushu? Hallo, Kleiner? Wo bist du? Wo bist du denn jetzt schon wieder hingelaufen? Wisst ihr was? Ich teleportiere jetzt einfach mal zur Insel der Ewigkeit rüber. Weil das scheint entweder verbuggt zu sein oder ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt mal einmal hier zur Sicherheit, ob er sich hier irgendwo aufhält. Was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil ich habe ihn ja nach drüben geholt. Hier scheint er auch nicht zu sein. Dann teleportiere ich wieder rüber. Ah ne, aber nicht hiermit. Und wieder zurück. Mal gucken, ob es dann endlich mal funktioniert. Ich habe ihn ja sogar extra markiert. Aber ich konnte ihn... ja, das ist schön, dass ich jetzt Nachtdorn entfernt habe, indem ich gar nichts gemacht habe. Jetzt ist er auf einmal wieder hier. Mal schauen. Mal gucken, ob er jetzt immer noch da ist, wenn ich da jetzt nochmal rüberporte. So, jetzt läuft er oben rum. Dann laufen wir ihm doch mal hinterher. Damit er nicht wie Ursula-like hier plötzlich dann woanders hin teleportiert. Wo ist denn jetzt das Ding? Ah, doch, hier oben. Ah! Jetzt bleib stehen, Mushu. So, das Geld nehmen wir noch mit. Bleib stehen. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Mein Gott, warum rennst du denn die ganze Zeit von mir weg, kleines Kerlchen? So schwer ist das doch nicht. Außerdem sehe ich doch nicht irgendwie schrecklich aus oder so. Ich habe doch nur kleine Mauseöhrchen. Hey, Gameplayerin, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Es geht um das Vergessen. Hast du einen Moment Zeit? Was hast du auf dem Herzen, Mushu? Ich bin wirklich froh, hier im Tal zu sein und ich fange an, mich wieder an alles zu erinnern. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich vor dem Vergessen nicht nur Mulans Wächter war. Ich war der Wächter des ganzen Tals. Das Problem ist, dass ich jetzt, nachdem ich mich daran erinnere, eine Sorge habe, die ich nicht loswerde. Was ist, wenn ich wieder alles vergesse? Deine Freunde werden sich an dich erinnern. Ja, das ist richtig. Aber Dreamlight Valley ist sicher, solange ich hier bin. Egal, deine Freunde werden sich an dich erinnern. Es sei denn, sie vergessen auch wieder alles. Vielleicht können wir ein Zeichen setzen. Etwas, das dich immer daran erinnert, wer du bist. Wie ein großes Schild, weil du ein Wächter bist. Wie eine große, immerwährende Fackel oder eine riesige Statue. Ja, ich glaube, er würde eher die Statue nehmen. Das hört sich gut an, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir helfen wird, mich an meine Pflicht gegenüber dem Tal zu erinnern. Natürlich würde ich dann sagen, wow, was für eine hübsche Statue. Das bringt mich allerdings auf die Idee, wie wäre es, wenn wir so etwas wie eine Statue des großen steinernen Drachens aus dem Garten der Familie Fa setzen würden. Es ist eine riesige Wächterstatue, die mich immer dazu inspiriert hat, ein Wächter zu sein. Ich könnte sie mich daran... hier könnte sie mich daran erinnern, dass ich ein Wächter bin. Wie ein riesiges Symbol für meine geschworene Pflicht. Das ist erstaunlich süß. Wird es nicht dein Ego verletzen? Genau. Auf geht's. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann.
Zuerst müssen wir das Pech loswerden, dass uns das Projekt vermasseln könnte. Da mein Kumpel Kriki nicht hier ist, könntest du zurück in unser Trainingslager gehen und ein paar Glücksgrillen fangen? Während du das machst, entwerfe ich ein paar Pläne. Wer hat die besten Nachbarn in diesem Valley? Machen wir. Steht direkt vor dir. Mhm. Alles gut. Mulans Reich. Einmal hin. So, das ist jetzt so die Frage. Er hat gesagt, aus dem Lager, glaube ich. Oder auch nicht. Boah, so schnell bin ich gar nicht. Alter. Okay, ich glaube, ich musste nur durchlaufen. Ich habe jetzt aber gleichzeitig alle Tasten nochmal zusätzlich gedrückt. Gut, wenn wir jetzt schon eine hier draußen... Ach so, im Trainingslager und im südlichen Feld. Wo ist denn das südliche Feld? Das könnte das sein, wo ich jetzt gewählt... Nee, Moment, östlicher Wald. Das hier ist aber kein Feld. Es müsste aber doch der Süden sein. Moment, hier hinten ist doch einer. So, bin ich hier richtig? Na, da... Ich muss, glaube ich, doch E drücken, oder? Naja, anscheinend muss ich doch E drücken oder Maustaste oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es erst dann, als ich durchgelaufen bin und was gedrückt habe. Also alles gedrückt habe. Ja, mach dein Dreieck. Ist okay. Nein! Och, willst du mich veräppeln? Da stand doch gerade irgendwas. Ja. Zirp eine Grille gefangen. Schönen Gruß an die Men in Black. Bring die Glücksgrillen zurück. Das machen wir doch mal eben ganz schnell. Wobei schnell natürlich relativ ist, wenn man nicht sprinten kann. So, wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung. Irgendwo im Eistal. Mushu ist da. Da poppen wir jetzt mal nicht hin, weil wir hoffen... Also in die Richtung doch. Aber er kommt nicht zu uns. Er läuft einfach so etwa in die Richtung. Hallo? So, bitteschön. Drei Grillen. Was wolltest du denn jetzt damit? Du hast doch deine Glücksgrille. Du weißt schon, dass eine Legende Mulan hat die Glücksgrille. Ist, oder? Hey, das sind einige der besten Glücksgrillen, die ich je gesehen habe. Ich kümmere mich gut um sie, während wir die Statue herstellen. Und lasse sie gehen, wenn wir fertig sind. Was jetzt, Mushu? Wir müssen das Teil nach dem perfekten Platz für unsere Statue absuchen. Lass uns zusammen suchen gehen. Außerdem, wenn du schon dabei bist, nimm diese Räucherlaterne mit. Trag sie bei dir, um gute Stimmung zu verbreiten. Oder einen komischen Geruch. Und dich darauf zu konzentrieren, den perfekten Ort zu finden. Außerdem riecht das Teil dann besonders gut. Ah. Ja, für einen Drachen vielleicht. Aber ich würde das magische glitzernde Gleitendingens, was du es machst, schmeckt. Vermeiden. Was für ein Ding? Gut, der Wind bläst dabei die Laterne aus. Deshalb musst du zu Fuß gehen. Also ich darf nicht porten, oder was meint der jetzt? Hä? Was für ein glitzerndes Gleitdingens. Rüste die Laterne aus. Wie soll ich das denn machen? Mit 1 oder so kann ich das nicht. Moment, da gab es doch irgendeine Taste, die ich zufälligerweise gedrückt hatte. Aber die wurde mir dann... Ach nee. Ich muss das einfach so ausrüsten. Sag mir das doch einfach. Ich frage mich, was... Ich wollte gerade sagen, die wurde mir normalerweise angezeigt. Ich segne euch alle. Moment, geh mit der Räucherlaterne zum Hauptplatz. Friedliche Wiese und schillernder Strand. Ich glaube, das ist die friedliche Wiese, die ich da umgebaut habe, oder? Nee, das ist der Wald der Tapferkeit. Nein, Moment. Ich port jetzt trotzdem einmal hin. Dann muss ich die halt nochmal ausrüsten. Hä, ich denke, ich darf nicht porten. Okay. Ja. Er hat zwar gesagt, ich soll es nicht machen, aber ich habe es jetzt gemacht. Hast du Pech gehabt. Und dann einmal zum schillernden Strand. Jetzt ziehe ich hier so eine Duftwolke hinter mir her. Nee, noch nicht. Also zumindest noch nicht optisch, sagen wir es mal so. So, nu? Ach, Fuchs, geh doch mal zur Seite. Mann. Das Tal riecht jetzt so gut. Gute Schwingungen überall. Sogar noch mehr als vorher. Also, was denkst du, Gameplayerin? Wo sollen wir unsere Statue des großen steinernen Drachens aufstellen? Ich habe nirgendwo Platz. Also, mir ist das egal. Also Hauptplatz habe ich gar keinen Platz. Friedliche Wiese eigentlich auch. Ja, sagen wir mal einen schillernden Strand. Ich habe sonst keinen Platz.
Oh, sie wird so majestätisch am Meer aussehen. Mir kommen die Tränen, wenn ich nur daran denke. Natürlich kannst du mit deiner Magie deine Meinung ändern und sie an einen Ort deiner Wahl bringen. Aber zuerst müssen wir sie herstellen. Das ist aber schon mal ein guter Hinweis, das habe ich mir nämlich jetzt auch gehofft. Dann würde ich die nämlich da bei Mulan irgendwo hinstellen. Ich hoffe, die ist jetzt nicht so riesengroß. Ich habe eine Liste für dich gemacht. Könntest du die Materialien besorgen und die Statue des großen Steindrachens für mich herstellen? Ja. Ich muss Mulan erzählen, was wir vorhaben. Oh, sie wird so aufgeregt sein. Und nicht vergessen, immer lieb sein zu den anderen. Okay, anscheinend habe ich alle Zutaten. Das ist zumindest schon mal positiv. Ach so, wenn ich jetzt eh schon mal hier unten bin, dann kann ich das Ding auch irgendwie wieder... Ach, mit der rechten Maustaste war das, genau. Jetzt weiß ich es auch wieder. Jetzt steht es auch unten drin. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es vorher unten drin gestanden hat oder ob ich es einfach übersehen habe. Ach so, ja klar, Möbel, logischerweise. Stein und Weichholz, ja, das ist doch okay. Stein habe ich gerade erst noch neuen Stein gekauft. Das sieht aber hässlich aus, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Ach so, im Tal. Ich muss das nicht am schillernden Strand machen. Ja, perfekt. Dann mache ich das natürlich direkt bei Mulan irgendwo hin. Bin noch nicht bescheuert und stelle etwas japanisch aussehendes, wenn man das denn so nennen kann, hier irgendwo wahllos hin. So, die Statue. Eigentlich müsste man sowas an den Eingang von dem Haus stellen. Da wir hier aber quasi nirgendwo Platz haben, ich jetzt auch den Bereich zum Angeln hier nicht kaputt machen will. Das war die Fackel, ne? Das war eigentlich auch... Ja, es tut mir leid, Mirabelle, aber da müssen wir... Müssen wir das leider bei dir in die Nähe von dem Ding hin machen? So. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Ach, du bist auch schon wieder da. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Oh, das ist fantastisch. Wenn ich mir diesen Kerl ansehe, kann ich den Ruf des Schicksals, ein Wärter zu sein, auf keinen Fall vergessen. Danke, Gameplayerin. Was nun? Okay. Oh, unsere Glücksgrillen haben gerade einen tollen Vorschlag gemacht. Wir müssen die Statue richtig zum Glänzen bringen. Och, schade, ich dachte zum Leuchten. Du weißt schon, sie dekorieren, ihr ein bisschen Pep verleihen. Ich denke an viel Rot. Lass uns ein paar rote Blumen und Granate holen. Oh. Dazu dann noch ein paar andere wertvolle Edelsteine. Nur so zum Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist eine Quälerei. Ich muss die Dinger ja erstmal besorgen. Während du das machst, schaue ich mir unsere Möglichkeiten für die Beleuchtung an. Und ich kann ich nicht einfach die Beleuchtung machen und du holst den ganzen Mist? Okay, also die roten Blumen, die kann ich hoffentlich bei mir holen. Granate und so, absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon ich überhaupt noch irgendwas habe, weil ich muss die ja ständig für irgendwelche Quests ausgeben. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Zeit, um zwischendurch mal irgendwas zu farmen, weil es wird halt nicht weniger mit tollen Spielen, die auf den Markt kommen und die müssen natürlich alle aufgenommen werden. Und ich habe jetzt gerade aktuell auch schon wieder ein neues Projekt. Entsprechend, Moment, Edelstein habe ich glaube ich auf der 4, ne? Ja, und das dann auch noch in den Sommerferien, wo ich sowieso nie Zeit habe. Das trifft sich gerade nicht so gut. Wir haben Topaz. Boah, jetzt oute ich mich gerade als... ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie die aussehen. Ich wusste das alles mal auswendig, aber ich habe so viel davon wieder vergessen. Edelsteine. Also, wir haben einmal Topaz. Die sind hier gelb. Gelben, eckigen. Das müssten die ja sein. Ne, die sind nicht eckig. Hä, haben wir keine gelben, eckigen? Das ist ja kein Gelb hier. Also schon gelb? Ja, okay, hier sieht das Gelb ganz anders aus. Aber wie viel? Habe ich jetzt gar nicht. 5 Stück, okay. Nehmen wir da erstmal 5 Stück von mit. Na, viel haben wir da nicht mehr, aber zumindest jetzt sind wir nicht ganz pleite. Dann Aquamarin. Waren die? Die waren wahrscheinlich oval, oder? Ja, das ist Saphir. Waren das die Ovalen? Gib doch mal da
durch. Okay, die waren es nicht. Das ist ein Zirkon. Die waren es. Ich glaube auch fünfmal. Genau, die kleineren immer fünfmal. Zack. Dann fünfmal Granat. Fünfmal Granat. Ich bin ganz doof. Ich finde den Granaten. Ach, da unten rot. Rot und rund. Also oval. Müsste dann theoretisch der sein, genau. So, fünfmal. Und dann brauchen wir insgesamt 10 rote Blumen. Wenn wir die jetzt auch noch alle davor aufstellen müssen, ist das. Ach nee, hier ist ja gar nichts. Ist das natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, ich habe mehr von den roten Blumen aus dem neuen Bereich, weil die für die Quests nämlich ständig die Blumen aus dem ersten Bereich haben wollten. Das heißt, haben wir hiervon viele? Das ist auch nur 28. Die, ich weiß aber auch nicht, ob die jetzt unter Rot überhaupt gelten. Da haben wir nicht so viele, oder? Doch, 48. Rote Passionslilie. 10 Stück, aber wir haben ja 2 von denen noch dabei. Also brauchen wir nur noch 8 Stück. So. Und da muss ich eben die Dekoration geben. Mal schauen. Frage ist, finde ich ihn dann jetzt auch da, wo ich hin muss? Ich hoffe, dass er nicht wieder wegrennt. Hallo! Ist er. Sehr schön. Hey! Och, schön, Mensch! Aufmerksamkeit. Ja, lass mich doch mal mit ihm reden. Mann. Ah! Dass der immer dazwischen laufen muss. So. Und die anderen Sachen. Warum ich die jetzt nicht auswählen musste, aber die schon, also die Blumen schon, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. So, Mushu. Und you? Du weißt schon, dass eine Legende gut gemacht, Gameplayerin. Sehr beeindruckend. Und genau das, was wir brauchen, um die Statue wirklich zum Strahlen zu bringen. Hm, jetzt, nachdem ich all diese Schätze sehe, sticht mir das Rot ins Auge. Ja, das hoffe ich doch. Könntest du den größten, hellsten Granat nehmen, den du gefunden hast, und ihn auf die Statue stellen? Komm dann zu mir und wir reden über die Beleuchtung. Der... Okay, ach so, Granat. Okay. Ich dachte jetzt als Gelbton sozusagen, aber... Oh, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ist viel kleiner und hat eine komplett andere Form. Aber sieht nicht schlecht aus. Wo läuft der denn jetzt schon wieder hin? Oh, Mushu, ernsthaft jetzt. Ich wünschte, ich könnte ihm sagen, er soll bei mir bleiben. Dann würde ich mit ihm leveln, aber das funktioniert ja nicht. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Wo ist er denn jetzt hingerannt? Mushu. Och, da versteckt er sich in der äußersten Ecke. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Okay, lass uns über die Beleuchtung unserer Statue reden. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn wir die Fackeln um die Statue herum gemeinsam anzünden. Das würde ich gern mit dir machen. Warum auch immer das gemeinsam sein muss, weil er hat doch den Drachenatem. Oh, danke, Gameplayerin. Da fühle ich mich wirklich geehrt. Ich habe unten am schillernden Strand Feuersteine gesehen. Ach, deswegen ist er noch hier gelaufen. Wenn du sie mit deiner Spitzhacke zerbrichst, kannst du sie nutzen, um die Fackeln der Statue anzuzünden. Um den Rest kümmert sich meine Wenigkeit und sein fabelhafter Feueratem. Na, ich bin raus. Mhm. Zerbrich... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ich habe doch irgendwie jetzt gerade die Space-Taste gedrückt und dann hat sie geleuchtet. Ich verstehe es nicht so ganz. Also dieses Dorf ist... Oder habe ich jetzt damit die... Ach so, ich habe das Ding weggetan. Ach so, das kann man auch mit der Space-Taste... Ah. Zerbrich am schillernden Stand die goldschwarzen Feuersteine. Wovon redet der denn jetzt überhaupt? Wir hatten schon mal was mit Feuersteinen. Aha. Ah. Okay. Also in den normalen Steinen sozusagen ist das drin. Das ist aber keiner, oder? Der leuchtet jetzt nicht. Okay. Oder war das vielleicht doch einer und ich musste da einfach nur direkt daneben stehen? Das kann natürlich auch sein. In dem Fall müssten wir dann nochmal die ganze Strecke eben zurücklaufen. Ach doch, hier ist einer. Die sehen aber sehr golden. Boah, was ist das denn hier? Ist das so rubbelig? Um
dass man da nicht mehr entlanglaufen kann. Nee, das ist ein normaler Stein. Nee, das ist kein normaler Stein. Ach, ich wollte gerade... Doch, ist doch ein normaler Stein. Ich wollte gerade noch gesagt haben, dass ich gerade sagen wollte, dass ich den dann trotzdem mitnehme. Aber das hat sich dann damit erledigt. Okay. Kann ich die jetzt selber machen? Weil ich hatte die nämlich schon mal bei Dagobert gekauft. Da sind keine. Und da wir jetzt gerade schon mal hier sind, gucken wir jetzt auch noch mal kurz hier in die Ecke rein. Ja, dann war das vielleicht doch der am Anfang, der nicht geleuchtet hat und nicht geglänzt hat. Hätte ich den doch mal machen sollen. Nee, das da hinten ist eine Palme. Nee, doch nicht. Ach, habe ich den eben übersehen? Bin ich da einfach dran vorbeigelaufen? Ich weiß es nicht. Wo ist der? Der haut schon wieder ab. Och. Oder bleibt der diesmal da stehen? Also wenn der sich schon bewegt auf der Karte, dann kriege ich schon zu viel. Weil der läuft ja nur weg. Die anderen sind ja schon schlimm. Genau, aber Muschu ist echt die Härte heute. Ach was, Spaß. Hast du gut Zeit? Ja, ja, Spaß. Spaß macht es aber nicht, dich dauernd suchen zu müssen. Ich habe ein paar Feuersteine gesammelt, Muschu. Was jetzt? Bleib zurück. Ich bin dabei, mein Ding zu machen. Ja, aber wir sind doch noch gar nicht da. So, ich habe das Feuer am Kopf der Statue angezündet. Von hier aus? Jetzt bist du an der Reihe, die anderen Fackeln anzuzünden. Mach schon. Ja, kein Problem. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Weil er noch nicht drei ist, kann ich den auch noch nicht mitnehmen. Ach Gott, nervt mich das. Ich wollte ihn eigentlich gerade mitnehmen und sagen, ja, dass er halt mitkommen soll, damit er nicht dauernd wegläuft. Aber das können wir leider erst ja wahrscheinlich dann hier nach, nehme ich mal an. Schade. Sollen wir jetzt noch ein Foto machen? Weil dann haben wir wahrscheinlich das Problem, dass hier alles im Weg steht. Bleibst du stehen? Höre genau zu. Böser Muschu. Achtung, die Statue ist ein Meisterwerk. Das muss ich dir lassen, Gameplayerin. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Okay. Dank dieser Statue werde ich nie vergessen, wer ich bin und was ich hier tun soll. Sie erinnert außerdem die anderen Dorfbewohner daran, dass ich auch für sie da bin. Ja, ich bin zurück im Wächtergeschäft. Das des gesamten Tals. Ich wusste, dass du es drauf hast. Ja, aber du kriegst es immer noch nicht hin, mal ein Level abzumachen. Mann, du bist ziemlich winzig. Entschuldige, ich bin nicht winzig. Ich habe Reisegröße. Es war als Kompliment gemeint. Du bist bezaubernd. Ja, bezaubernd? Naja, dann macht es mir wohl nichts aus. Und nicht vergessen, melde dich mal. Oh, jetzt lauf doch nicht weg, wenn man dich anspricht. Alter. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Lass uns abhängen. Okay. Oh, endlich. Endlich. Ich hab's geschafft. Ich hab's aber nicht geschafft, dass ich in die Kamera gucken kann, weil der mir die ganze Zeit im Weg rumsteht. So, jetzt aber. Nein. Na gut, da muss ich die Abmoderation halt ganz auf die sehr unfreundliche Art und Weise machen, indem ich nicht in die Kamera gucke. Es tut mir wirklich leid. So, vielleicht, nee, Trick 17 mit Streicheln passt leider auch nicht. Na gut, so oder so, ich habe Muschu jetzt erstmal festgetackert. Das heißt, ich kann jetzt gleich mit ihm, wenn ich was gegessen habe, eine größere Runde machen, ihn leveln. Und dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns mit der nächsten Quest von Muschu wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.